Folgenden Ereignisse finden zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr statt. Die Detroit Lions können mit einer Serie von 0 Siegen und 16 Niederlagen in Folge einen neuen NFL-Rekord aufstellen. Das kann man als abgehakt betrachten, denn die Titans kommen nach ihrer ersten Niederlage in der Saison mit gehöriger Wut auf den Platz und werden Wiedergutmachung fordern. Dreimal in Folge spielten die Lions vor ziemlich leeren Rängen und auch das Spiel heute Abend konnten sie nicht ausverkaufen. Für die Spieler ist das Ganze nach eigenen Aussagen demütigend und erniedrigend. Neben dem jährlichen Spiel an Thanksgiving ist auch das Verlieren in Detroit zu einer Tradition geworden. Zu einer Tradition, die man gerne brechen würde. Nur wann? Bestimmt nicht heute. Die NFL bestrafte zwei Spieler, die letzten Sonntag heftigen Zwist miteinander ausfochten. Matt Leid von den Patriots und Channing Crowder von den Dolphins ließen die Fäuste fliegen und das war der Liga jeweils $15.000 wert. Suspendiert wurden die beiden nicht. Reggie Bush hat seinen Meniskusriss im linken Knie ausgeheilt und erwartet seinen Einsatz am Sonntag. Seit dem 19. Oktober fehlt er den Saints, deren Offense mit ihm viel schwerer auszurechnen. Das war ein kurzer Einstand für Browns Quarterback Brady Quinn. Wegen seines gebrochenen Fingers setzte das Team ihn auf die Verletztenliste und für ihn ist die Saison beendet. Quinn verschlimmerte die Verletzung, indem er letzten Sonntag damit startete, statt den Finger zu schonen. Bei den Redskins hat sich das Lazarett der Running Backs gelichtet. Schlecht für Sean Alexander. Der bekam den Tritt und durfte das Team schon wieder verlassen. In 5 Spielen gab der ehemalige MVP der Liga den Notnagel und trug den Ball 11 Mal für 24 Yards. Ob die Steelers Willie Parker nach dieser Saison behalten werden? Schon wieder ist es fraglich, ob er am Sonntag wird spielen können. Dieses Mal macht ihm sein Knie wieder Schwierigkeiten. Und noch einmal habe ich in dieser Woche Müll geredet. Das zweite Mal und ich korrigiere, nicht 911 Punkte gab es am letzten Wochenende in der NFL, sondern nur deren 837. Aber auch das ist ein Rekord. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Live NFL on NASN, Week 13. Eli Manning and the defending champs travel to the Capitol to face NFC East rivals the Redskins. Then in New England, the Patriots look to continue defying the odds as they host the Steelers. Coverage starts with NFL Countdown this Sunday on NASN.